Gehen wir mal zu den unbequemen Wahrheiten, meine lieben Zuschauer, jetzt gleich über. Warum eigentlich treten, haben wir abgehakt. Wie gesagt, der Rest folgt jetzt noch. Unbequeme Wahrheiten, was meine ich damit? Gerade in der Brokerindustrie, wie gesagt, Lars Gottwick hat da ja die Lanze gebrochen, gibt es aber viele Fehlinformationen und auch Trugschlüsse in der Branche selber. Sie werden es sicherlich schon gehört haben, eben vor dem Hintergrund dessen, dass ja der Markt auch davon lebt, dass viele Marktteilnehmer Geld verlieren. Gerade in der Forex- und CFD-Branche ist es ja bekanntermaßen so, es gab Studien aus Frankreich, Studien aus England, dass in der Regel nach 6 bis 9 Monaten über 90% der Konten, die eine Kapitalisierung erfahren haben, um am Markt teilzunehmen, schlichtweg nicht mehr existent waren. Also man spricht von dem Konto plattmachen und da rede ich nicht nur über 10, 20%, sondern 90%, die da nicht mehr fähig waren zu handeln. Und jetzt kommt es wieder ein bisschen zu dem Schluss mit finanziell, zeitlich und persönlich. Man muss ja selber wissen, dass die Liquidität, also euer Konto, euer Geld, ist praktisch die Basis dafür, dass ihr an den Märkten arbeiten könnt. Das ist praktisch euer Treibstoff, sage ich immer. Und das gilt es zu beschützen. Und da muss man sich aber klar darüber werden, dass das eine Riesendisziplin ist. Und die Wissenspyramide schließt sich jetzt hier so ein Stück weit, dass eben viele Marktteilnehmer, und gehen wir mal von unten nach oben, von den Werbeangeboten angelockt werden, von dem schnell reich werden, von dem, ich bekomme hier ein Zaubertool nach dem Motto, ich verdiene immer Geld. Das sind 50 bis 75% der Marktteilnehmer, die praktisch wirklich nur einzahlen. Und da schließt sich gleich ein bisschen der Kreis zu JFD. Wie gesagt, die Brokerbranche im Allgemeinen weiß das und partizipiert eben im Sinne des Interessenskonflikts enorm an den Verlusten der Kunden, weil eben klar ist, dass das so abläuft. Es gibt nach dem Weg nach oben dann eben die Break-Even-Trader, die dann im Prinzip auch nur ein Stück weit verlieren, weil sie eben die Handelsgebühren haben und die Handelskosten. Aber die schaffen es zumindest mal, ihre Equity-Kurve auf einem Niveau zu lassen, wo man sagt, das geht nicht steil runter, sondern es ist etwas, wo man sagt, es geht hoch, runter. Aber zumindest, er hat raus, wie Money and Risk Management funktioniert. Er bewegt sich an den Märkten, aber so richtig Geld verdienen tut er auch nicht. Denn das, meine lieben Zuschauer, tun tatsächlich nur die oberen 5%, die richtig viel Geld verdienen. Und der Rest zahlt leider ein. Das muss man wissen. Deswegen, es ist ja enorm wichtig, sich auch für sich selbst die Frage zu stellen, ist das Markt für mich? Aber es ist ein Markt, wo Sie natürlich wirklich in, ich will nicht sagen Haifischbecken, aber in einem Umfeld von viel Konkurrenz und Konkurrenten sitzen. Und dass man selbst Erfahrung sammelt, ja, dass man selbst tradet auch, ja, dass das auch funktionieren kann, durchaus gegeben. Wie gesagt, von 100 Personen sind durchaus 5 in der Lage, das tatsächlich umzusetzen. Da muss man sich nur die Frage stellen, gehöre ich möglicherweise zu den 5% oder nicht? Und das entscheidet sich viel, viel im Kopf, wie wir nachher auch sehen werden. Grundsätzlich aber, es ist möglich, aber dass der Grundgedanke ist, dass die Branche eben viel zu viel transportiert nach dem Motto schnell reich werden und eben ganz schnell hier nach oben gehen. Und wenn ich sage von der Branche, dann habe ich jetzt den nächsten Block eingeleitet, der hier heißt 95% Trading-Gurus. Es gibt viele, die sagen, sie können traden und es gibt viele, die auch Bücher drüber schreiben und die einen Blog drüber haben und die Videos drüber machen. Gibt es von diesen aber, man nennt das ja ganz klassisch Track-Rekorde. Ja, was ist ein Track-Rekord? Das ist einfach ein historischer Nachweis seiner Trades, idealerweise notariell beglaubt, das muss aber nicht sein. Aber gibt es sowas? Ja, gibt es einen Trader, der nachweisen kann, er hat wirklich ein Jahr lang ein Originalkonto gehandelt, nicht irgend so ein Demo-Konto oder so eine, ich mache mal hier bei so einem Börsenspiel mit. Ja, das ist alles irreal, das ist alles illusorisch, alles den Marktteilnehmer aufs verkehrte Pferd setzen, Geld einzahlen, Market Maker, Broker, Schrägstrich, wo gegen den Kunden gehandelt wird, kassiert das Geld, Urlaubsreisen werden finanziert und der Marktteilnehmer kann wieder gehen. Das ist aber der falsche Ansatz aus unserer Sicht. Wir haben bei JFD Just Fan direkt das Motto, wir können nicht verhindern, dass die Kunden Geld verlieren, die einzahlen und am Markt was Falsches machen, das können wir nicht verhindern. Aber wir können versuchen, das aufzuklären, deswegen machen wir heute auch hier ein Stück weit eben da so ein bisschen den Einblick. Und wir wollen auch, da schließt jetzt der Kreis zum Pro-Team, wir wollen auch selber nach außen treten, neben der Transparenz, die wir als Broker ja durchführen, mit unserem Post-Trade-Report, mit der Offenlegung der Trades, mit den Core-Spreads, dass wir wirklich real ausführen, wollen wir auch im Trading-Bereich da ein Stück weit was anders machen und eben auch hier, sage ich mal, im Sinne des Pro-Teams auch Leute vorstellen, die nachweislich Erfolg an den Märkten haben. Ja, und da geht es eben darum, dass man gewisse Track-Rekorden, gewisse historische Ergebnisse hat. Das können auch teilweise algorithmisch unterstützte Systeme sein. Aber es geht einfach darum, dass man einfach mal sagt, 95% der Trading-Gurus holen die ganzen Retail-Trader ab und sagen, das Geld verdienen an der Börse wäre relativ leicht. Aber am Ende scheitert es meistens immer dann vor einem, der selber am Rechner sitzt,
sozusagen dann in der Trading-Entscheidung gefangen ist. Und da wird es schwierig. Thorsten Helbig zum Beispiel, wie gesagt, heute ja eigentlich hier geplant, lässt ja immer über seine Schulter schauen, hat verschiedene Möglichkeiten seiner Trading-Ansätze, hat aber eine enorm große Community und nimmt auch jeden Kunden von sich an die Hand. Wo man auch sagt, der unterschreibt keinen Vertrag und dann ist er ein Name in einer Riesenliste und dann wird er nicht mehr gesehen oder gehört, sondern da ist wirklich eine Individualbetreuung und auch ein persönliches Anliegen ihm, den Kunden auch nach Möglichkeit zu helfen. Der Kunde nimmt aber trotzdem immer selbst Einflussnahme und verhindert teilweise seinen eigenen Erfolg. Das kann man nicht vermeiden, zum Beispiel, weil er viel zu große Positionen handelt, zum Beispiel, weil er keinen Stop-Loss setzt. Das sind viele Anekdoten, wo jeder mit sich selbst mal klarkommen muss und fragen muss, mache ich das eigentlich richtig? Letztlich gibt es nur wenige, die es wirklich nachweisen können. Und wie gesagt, die wollen wir bei uns im JFD Pro Team vorstellen und werden das auch sukzessive weiter aufbauen. Letztlich muss man wissen, ich sagte es ja schon mit dem keinen Track-Rekord. Viele Trading-Gurus, auch gibt auch einige Internet-Trading-Gurus, die erst jetzt so hochsprießen wie die kleine Pflanze im Sommer, die haben null Erfahrung. Die haben 2 Trading-Bücher gelesen, sind Verkaufstalente, haben aber keinen realen Track-Rekord auch als Nachweis. Und jetzt kommt's, da muss ich nochmal auf die Broker-Geschichte eingehen, die werden auch von Brokern, Schrägstrich-Market-Makern bezahlt. Wenn der gut verkaufen kann und die Kunden anlockt, dass die eben ein Konto bei Broker XY eröffnen, der Broker weiß allerdings, dass 90% der Leute Geld verlieren werden, dann heißt es, und das ist kein Witz, was ich Ihnen sage, wenn der Broker 5.000 Euro kassiert durch so eine Einzahlung, dann sagt der schmerzfrei, kriegst du die Hälfte von dem Geld. Kunde XY wird geworben, also kriegt der dann zum Beispiel 2.500 Euro schon mal vom Broker vorab. Weil der Broker schon sehr sicher weiß mit 90%iger Wahrscheinlichkeit, dass der das eh verlieren wird. Und der ist nur angelockt worden durch eben eine Art Scheinwelt im Sinne des Trading-Gurus und wird dann hintenrum eben vom Market-Maker bezahlt für eben das Bringen der Kunden. Und das kann nicht sein. Das ist ein riesen Interessenskonflikt und darf man auch nicht aufbauen. Und wie gesagt, wir wollen es anders machen, wir werden es anders machen und wir machen schon vieles anders. Und deswegen will ich Ihnen jetzt noch mal ein bisschen mal zeigen, wo auch viele Fallstricke in der Branche liegen. Es wird viel gemacht in Sachen Ausbildung, in Sachen Ausführung. Es gibt aber auch viele Pushing-Tools oder auch Werbemaßnahmen, die eigentlich nur eins erzeugen sollen, dass sie natürlich ihre Handelsfrequenz steigern und dass sie überzeugt davon sind, dass es doch leicht ist, Geld an den Märkten zu verdienen. Also den Zahn muss ich ziehen. Wie gesagt, es ist nicht leicht. Das hat bei mir auch ewig lange gedauert und ich bin jetzt auch nicht der Hyper-Mega-Trader. Ich habe mehr Spaß, das zu transportieren und lasse auch teilweise für mich selbst jetzt eher Algorithmen handeln, weil die das praktisch emotionslos machen. Und heutzutage funktioniert das tatsächlich ganz gut. Grundsätzlich ist es aber so, dass man in seinem Umfeld dessen, was man vom Broker bekommt, und wir haben ja auch, das sagte ich vorhin schon, auch Live-Trading-Events, wo wir auch verschiedene Trader einladen, über die Schulter schauen, Traders-Talk machen. Der Trader sagt uns, auf was achtet er, wie macht er das? Und wir wollen einfach da ein Stück weit Mehrwert liefern, aber das eben nicht mit Halbwissen oder Lügen oder Fehlinterpretationen, sondern da geht es wirklich um Leute, die das schon lange machen und die dann auch erfolgreich sind. Es gab auch Verlustjahre, das muss man ganz klar sagen. Auch ein Hedgefonds, der über 20 Jahre existiert, hat nicht jedes Jahr Geld verdient. Ja, das ist ja auch eine Illusion. Man muss einfach wissen, es gibt Höhen und Tiefen. Unterm Strich zählt das Money Management. Und wenn man dann mit dem Risk- und Money Management auf dem Weg ist, auch mal Durststrecken zu überleben, dann kann man davon eben partizipieren. Und gerade bei der Trading-Ausbildung wird eben auch viel völlig falsch dargestellt. Es werden auch viele Falschwahrheiten in den Raum gestreut. Ja, fängt eben an, wie viel riskiert man beim Konto oder Trefferquotengeschichten. Das schauen wir uns, wie gesagt, auch gleich im Nachgang an. Aber was eigentlich auch noch sehr, sehr verwerflich ist, ist sozusagen die Manipulation bei der Ausführung. Das ist der unterste Block der Geschichte. Und auch die Burn-Tools. Burn-Tools heißt einfach, dass mit Bonuszahlung gelockt wird. Ist in Zypern übrigens verboten. Das heißt mit Bonus-Einzahlung. Mittlerweile in Zypern verboten. Das heißt, wenn Sie 1.000 Euro einzahlen, kriegen Sie nochmal 500 Euro Bonus drauf. Ja, das ist einfach auch eine Anregung. Die 500 Euro dürfen Sie sich übrigens auch nie auszahlen lassen. Und die kriegen Sie dann am Ende auch nur, wenn Sie einen gewissen Handelsumsatz gemacht haben, was kaum einer reicht mit so kleinen Konten. Also es ist alles immer so ein Burn nach dem Motto, komm zu uns und Action Jackson. Dann gibt es die Geschichte mit dem Hebel. Durch den Hebel beeinflusst man ja sein Risiko im Money Management. Das muss man wissen. Das ist eigentlich die Stellschraube dessen, wie aggressiv ich am Markt bin. Ein hoher Hebel erlaubt hohes Risiko. Ja, damit geht es schon mal los. Was will ich denn mit einem Hebel von 1 zu 888? Jetzt mal, wobei ich habe neulich gehört, es gibt wohl doch schon die 1 zu 1000. Das ist ja völlige Illusion. Wer braucht denn sowas? Das ist Quatsch.
Ja, das ist natürlich schön, dass Sie mit einem Euro 1.000 Euro bewegen, dass das aber natürlich in eine andere Richtung umgehen kann, dass Sie mit einem Euro Verlust auch 1.000 Euro verlieren können, also einen Euro einsetzen, aber 1.000 Euro verlieren können. Das ist ja ein Riesending, wo man sagt, Augen auf, das ist eine falsche Interpretation dessen, wie Sie an den Märkten vorgehen sollen. Und dann auch noch Gamification. Es wird immer als Spiel verkauft, ja, also dass es alles leicht wäre und dass man das alles so leicht machen kann. Das ist eben nicht die Wahrheit und dem muss man sich bewusst werden. Neben dem bei der Ausführung, und dafür stehen wir ja mit unserem Post-Trade Execution Report, ich zeige es Ihnen auf der Website, Preisspikes, Recrowds, also Sie fordern einen Preis an, kriegen dann zwei Sekunden später einen völlig anderen Preis. Dealing Desks, also eigene, sage ich mal, Handelsräume oder Handelspartner, die gegen sie handeln, da wird viel, viel Schabernack gemacht. Und das muss man sich einfach mal bewusst sein, dass das im Hintergrund eben in der Szene durchaus abläuft, um letztlich ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das kann es, wie gesagt, nicht sein. Echter Trading-Erfolg, und da sage ich Ihnen jetzt auch mal ein Stück weit was vielleicht nicht viele wissen oder worum sie sich auch keine Gedanken machen, hängt von wesentlichen Parametern ab. Und hier ist tatsächlich so, dass da auch im großen Universum des Tradings viele Halbwahrheiten oder auch Unwahrheiten publiziert werden. Denn glauben Sie mir, gerade am Forex-Markt ist es eben so, dass da, wenn da jetzt eine gewisse Bankabteilung einen Währungsdeal mit 10 Milliarden Dollar abwickeln muss, dann ist denen völlig egal, wo der Chart da gerade steht. Deswegen technische Analyse ist wichtig, um Massenpsychologie zu lesen am Markt selbst. Aber nur technische Analyse kann auch ein Fallstrick sein, weil am Ende wird es dadurch nicht entschieden, ob Sie zum Gewinner oder zum Verlierer gehören. Es wird vielmehr dadurch entschieden, rechts daneben, Money und Risk Management, wie Sie mit dem Trade umgehen, wie viel Sie einsetzen. Denken Sie in erster Linie auch mal an das Risiko, bevor Sie an den Profit denken. Da kommen solche Sachen wie Chance-Risiko-Verhältnisse zum Vorschein. Haben Sie überhaupt einfach im Sinne dessen, wo Sie einen Take-Profit sehen, und ihr theoretisches Risiko auch ein attraktives Niveau, um damit langfristig überhaupt Geld verdienen zu können. Ja, das sind Fragen, die muss man sich stellen. Und da ist technische Analyse und Fundamentalanalyse mal gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Frage, wo setzen Sie Ihren Stopp? Und das können Sie am Chart sehr gut ablesen, keine Frage. Aber wie managen Sie das Ganze dann und wie viel riskieren Sie dann auch pro Trade? Das sind elementare Fragen. Neben dem dann auch, gehen wir noch ein Stück weit tiefer, Trading-Strategien. Es gibt ja 1000 Setups. Keine Frage. Es gibt sogar 10.000 Möglichkeiten. Ja? Open-Range-Strategien, Counter-Strategien, Scalp-Trading, Rainbow-Trading, das war mit dem Lars Gottwig, das Trendfolge-Trading. Es gibt 100.000 Sachen. Die sind alle für sich funktional, wenn es wieder mit der eigenen Persönlichkeit zusammenpasst. Erinnern Sie sich an den Punkt der Frage, wo Sie sich stellen müssen. Persönlichkeit ganz wichtig. Trading-Strategien gibt es viele, doch ist die auch adaptierbar für mich? Und ja, wenn sie es denn ist, wird das total überbewertet, ob das nun funktioniert oder nicht, weil auch hier entscheidet sich es wieder, gehen Sie mit der richtigen Finesse des Risk- und Money-Managements vor und jetzt kommt es, Positionspushing. Was heißt das? Also massiv unterschätzt wird zum Beispiel Positionspushing. Das heißt nichts anderes, als dass ein Trader entweder intuitiv oder aus seiner Erfahrung heraus relativ gut weiß, wann es an der Zeit ist, mehr zu riskieren und auch jetzt kommt es, positive Pyramiden zu bauen. Das ist die hohe Kunst des Tradings. Psychologisch kaum durchhaltbar für viele Marktteilnehmer. Aber bei uns aus dem Vermögensverwaltungsbereich oder auch im eigenen Kundenbereich ist es tatsächlich so, die erfolgreichsten Trader sind die, die positive Pyramiden bauen. Das heißt, wenn die einen Trade erwischen, die sind im Gewinn, dann ist es ja, man nennt das auch Dispositionseffekt, dann will man immer schnell den Gewinn wieder sichern. Und Horror, ich habe Geld verdient, ja, aber man beschneidet seine Möglichkeiten nach oben. Im Gegenteil, wenn das Ding nach unten geht und man macht Verlust, dann kommt irgendwann der Punkt, jetzt habe ich Verlust, ich kaufe nochmal billig nach. Negative Pyramide. Oder ich verschiebe den Stopp oder mache irgendwelche Sachen, die mein Risk- und Money-Management enorm beeinflussen. Tödlich. Findet aber zu 90% der Fälle statt. Deswegen verlieren leider auch 90% der Marktteilnehmer, weil sie sich die falschen Fragen stellen. Der Punkt ist einfach, wenn man es schafft, in eine positive Pyramide zu kommen, dann kann man die Position pushen. Aber es gehört natürlich was dazu, in einen Trade reinzugehen, wo man schon theoretischen Profit hat und diesen Profit dann nochmal riskiert, um die Position zu vergrößern. Aber das machen die Profis. Und die reihen dann eben eine Position auf, und das nennt sich Positionspushing. Die schaffen es dann eben mit einzelnen Trades enorme Equity-Kurven zu erzeugen. Und die können dann auch danach 10-mal falsch liegen. Das ist völlig legitim, weil sie zum richtigen Zeitpunkt eben auch, man kann sagen, sind es Trading-Skills, ist es Intuition, ist es Erfahrung? Es ist sicherlich ein Riesenkomplex aus allem, aber das wird massiv unterschätzt. Money Risk Management und eben Positionsaufbau in einer positiven Pyramide, um Gottes Willen nicht in eine negative. Und dann massiv überschätzt Marktwissen.
Der Finanzmarkt ist so komplex, dass ja noch nicht mal manche Banker wissen, was da überhaupt abläuft. Geschweige denn die EZB oder Fed oder Bank of England, die haben ja ihre Goldbestände Ende 99 verkauft, aber auch genau zum richtigen Zeitpunkt, wo man einfach überlegt, wissen die überhaupt alle, was sie tun? Es ist so ein Riesengeflecht, wo man sagt, Marktwissen ist nur ein kleiner Teil dessen und wird massiv überschätzt. Wichtiger ist die Psychologie. Und da haben wir im Prinzip die vier Punkte auf der rechten Seite, die viel wichtiger sind für Sie, um nach vorne zu kommen. Nämlich, dass man eben weiß, okay, ich kann eigentlich nur Einflussnahme nehmen auf mein Risk- und Management. Wenn der Trade nämlich im Markt ist, ist es abgefeuert. Und Sie können nur im Vorfeld bestimmen, was bin ich bereit zu verlieren, was darf ich verlieren und den Rest, da haben Sie überhaupt keine Einflussnahme drauf. Wenn der Preis sich da bewegt, ja, dann ist das im Lauf. Sie können nur Ihr Risiko bestimmen. Und das ist das A und O. Neben dem, dass dann, wenn das Risiko sozusagen ausgegrenzt ist, der Trade für Sie läuft, Sie dann unter Umständen auch die Fähigkeit entwickeln, Positionen aufzubauen. Nicht Gewinne schnell mitzunehmen und zu sagen, hoch, jetzt habe ich einen Gewinntrade, wunderbar. Sondern einfach mal auch dann den Biss zu haben. Aber das ist psychologisch eine riesen Herausforderung, wo wir beim letzten Punkt sind, dass Trading eben eine Königsdisziplin ist und eben mal nicht eben in einem Wochenendseminar gelernt werden kann. Das muss man ganz klar wissen. Das sind so ein Stück weit die unangenehmen Wahrheiten.